Rohstoffe sind gefragt und das lässt auch die Preise für Sekundärrohstoffe auf den steirischen Schrottplätzen steigen. Wolfgang Beinschab hat den Wert von Schrott schon früh erkannt. Mein Lebenstraum war es, dass ich Schrotthändler wäre. Ich habe schon mit 6, 7 Jahren bei uns daheim alte Fahrräder mit nach Hause genommen, im Keller zerlegt, zusammengebaut und wieder verkauft. 1997 erfüllte sich der gelernte Mechaniker schließlich seinen Traum vom eigenen Schrotthandel. Es hat jeder mitgeholfen, die Mutter, der Vater, der Bruder, die Frau und ist jeder viel dabei. Und mittlerweile haben wir ein riesen Gelände da in Vonsdorf. Wir haben angefangen mit 2500 Quadratmeter. Wir haben jetzt eine Fläche von über 5 Hektar. Jährlich werden hier rund 5000 Tonnen Schrott umgeschlagen. Dabei gibt es immer wieder die ein oder andere Überraschung zu finden. Die 12-jährige Nina Beinschab wird hier zur Entdeckerin und Designerin. Ich bin am Samstag meistens mit ein paar Freundinnen da und wir gehen auch viel meistens ins Sammelzentrum und holen ein paar alte Sachen, die uns gefallen, dann können wir entweder da umdekorieren oder neu machen. Keine Frage, Schrott ist wertvoll. Seit Beginn der Pandemie haben sich die Preise teilweise verdoppelt. Wer mit Sekundärrohstoffen handeln will, muss allerdings auch viel Arbeit investieren. Es ist ein Schürfen nach Schätzen, denen immer wieder neues Leben eingehaucht werden soll. Da haben wir jetzt von einem Kunden einen Sattelauflieger gekriegt, den er als Partyraum genutzt hat. Und der ist jetzt in die Jahre gekommen und jetzt müssen wir den Sattelauflieger zerlegen. Da sind verschiedene Bestandteile drinnen, Alteisen, Aluminium, Müll, Altholz. Und nachdem wir heuer schon einen kleinen Brand gehabt haben, wo auch eine andere Materialien drinnen waren, die nicht zum Müll gehört hätten, ist es schon wichtig, dass das alles genau getrennt ist und dass keine gefährlichen Stoffe dabei sind. Wie zum Beispiel Akkus oder Batterien. Ordnung ist das halbe Leben, ein Motto, das offenbar besonders für Schrottplätze gilt.